Eine Frau, die für ihre Arbeit nicht nur Talent, sondern eben auch eine gehörige Portion Mut in der Nacht benötigt. Nachts, wenn alle Katzen grau sind, geht die Malerin Silke Silkeborg auf Motivsuche. Ein leichtes Unbehagen gehört dazu, wie die Leinwand zum Pinsel. Schon auch ein bisschen unheimlich. Also, aber normalerweise sehe ich vielleicht auch, verstecke ich natürlich auch meine Weiblichkeit. Dass ich nicht unbedingt erkennbar bin. Am besten noch mit Mundschutz. In einem denkmalgeschützten ehemaligen Straßenbahnhäuschen lebt und arbeitet die Hamburger Künstlerin. Seit 2 Jahren stehen Nachtmotive im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit. Was mich an der Nacht interessiert, ist das Entschwinden des Konkreten. All das, was wir vom Tage gewohnt sind, um uns zu orientieren, entfällt. Wir bewegen uns ganz anders in der Nacht. Bewegt ist auch der Werdegang der Künstlerin. Sie studierte Modedesign, Illustration und freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste. Heute zieht es die Malerin zum nächtlichen Flughafen. Das ist halt so eine Mischung aus moderner Romantik und so ein Zeichen, einfach ein extremes Zeichen für unsere Zeit. Und das ist ein ganz guter Kontrast eben zum absoluten Dunkel im Wald. Die Nachtmalerin bleibt bei ihrer Arbeit nicht immer unbeobachtet. Hattest du gesagt, du hast mich schon mal hier gesehen? Mhm. Wir sind ja öfter. Das ist schon länger her. Das muss im Januar gewesen sein. Ja. Bei Schnee. Schön. Seid ihr nicht ausgestiegen? Es war so kalt. Ja. Wir haben halt gedacht, was macht sie da? Also ich war total entzückt, wo ich das jetzt gerade gesehen habe, wie sie da mit ihrem Lichtchen steht und abartig, echt wahnsinnig schön. Auch in der Kunstszene hat sich Silke Silkeborg mittlerweile einen Namen gemacht. Für ihre Arbeiten bekam sie in diesem Jahr bereits 2 Kunstpreise. Das beste Kompliment, was ich je gehört habe, war von einer Kunsttheoretikerin, die meinte, sie sieht die Nacht jetzt ganz anders. Das das, was ich auch möchte, also einen anderen Blick in die Nacht oder über die Nacht oder einfach eine andere Wahrnehmung der Nacht zu provozieren. 3 Uhr morgens. An einer Schleuse hat Silke ihr nächstes Motiv gefunden. Und auch hier taucht plötzlich eine Spaziergängerin auf. Machen Sie einen Spaziergang gerade, oder? Nö, ich sammle Leergut eigentlich. Ich suche da, ich guck mal ganz kurz rum und dann bin ich gleich wieder weg. Okay. Bedrohliche Situationen hat die Malerin bisher nicht erlebt. Ein mulmiges Gefühl bleibt. Doch dem kann Silke Silkeborg durchaus auch positive Seiten abgewinnen. Ein bisschen Angst gehört auch dazu. Also die hilft mir geradezu, weil durch den Adrenalinspiegel bin ich so wach und so konzentriert, dass ich viel besser arbeite. Motive gibt's genug. Überall auf der Welt. Ich träume natürlich davon, auch an anderen Orten zu malen. Von einem Boot aus die offene See, von einer Boeing 747, Torontos Weihnachtsbeleuchtung oder die Nacht in der Wüste. Nee, das brauchen wir noch nicht. Ja, genau.